Jetzt gerade gibt es ein wirklich riesiges Politikbeben in Berlin, da Christian Lindner nun wirklich alle geheimen Details und auch wirklich die Aussagen von Olaf Scholz alle aufdeckt und auch wirklich mal sagt, wie der angebliche Volkskanzler, der für die Arbeit angeblich eintritt, wie dieser wirklich agiert. Und zwar hat der Christian Lindner nur aus reiner Wahltaktik rausgeschmissen und deswegen verzögert er jetzt auch die Neuwahlen, ja. Wird wirklich alles jetzt von Christian Lindner knallhart enthüllt und das ist natürlich der SPD gar nicht recht. Ja, die toben natürlich vor Wut, ja, weil in der Koalition, wenn man zusammen ist, dann plappert man ja nicht alles aus. Jetzt aber, wo Lindner nicht mehr Finanzminister ist und die FDP nicht mehr Teil der Ampelkoalition ist, ja, die Ampel nicht mehr vorhanden ist, jetzt da plappert und sagt der Lindner frei von der Leber alles weg. Und was der dort alles ausspricht, das ist wirklich ein unglaublicher Skandal. Die genauen Aussagen, die schauen wir uns hier mal direkt an. Und zwar hat die FAZ schon geschrieben, der FDP-Vorsitzende Christian Lindner spricht im Interview mit der Journalistin über das Ende der Ampel. Überraschende Worte des Kanzlers und eine Sache, die er sich aus seiner Zeit in der Regierung vorwirft, ja. Und was eben der Lindner jetzt alles ausplappert, ist vor allem diese Tatsache, was ja anfangs ein Gerücht war, aber dass wirklich der Olaf Scholz ihn mäßig versucht hat zu erpressen. Ja, Olaf Scholz hat von mir am Mittwochabend ultimativ verlangt, die Schuldenbremse aufzugeben. Ja, ich bin vor die Wahl gestellt worden, entweder meiner Überzeugung zu folgen oder mein Amt zu verlieren. Ich habe mich für meine Überzeugung entschieden. Ja, also im Endeffekt ist es nichts anderes als eine Erpressung. Ja, also man kann jetzt natürlich sagen, nee, ist es doch gar nicht. Aber in Wirklichkeit, entweder er gibt die Schuldenbremse auf. Oder er ist ein Amt los. Er hat die Schuldenbremse nicht aufgegeben, also ist es ein Amt los, ja. Aber er geht auch noch weiter, ja. Und zwar sagt er mal auf die Neuwahlen hier, eine Neuwahl darf nicht zu lange hinausgezögert werden, aus Angst vor den Wählerinnen und Wählern. Darf Deutschland nicht in diesem Schwebezustand bleiben. Die Menschen müssen jetzt die Regierungsentscheidung treffen, zu der die Regierung Scholz nicht fähig war, ja. Also er sagt auch ganz klar, er hat auch jetzt hier eine Ampelkoalition ausgeschlossen. Also er sagt auch mal ganz klar, die jetzige Lage erfordert einfach Neuwahlen. Also diese wirklich pikanten Details, diese ganzen brisanten Punkte kommen jetzt alle ans Tageslicht, wie der Olaf Scholz wirklich ist, sein wahres Gesicht, ja. Und in der Öffentlichkeit stellt er sich immer so hin, als würde er für den normalen Arbeiter und für die Rentner kämpfen. In Wirklichkeit ist es ein eiskalter Parteistratege, der wirklich auch einfach eine Partei wie die FDP fallen lässt, nur um sich selbst, seine Karriere und die SPD zu retten. Ja, zeigt mal wieder, Politik ist ein richtig dreckiges Geschäft, ja. Was aber auch wichtig ist, der Lindner, der plappert natürlich jetzt alles aus, klar. Der hat natürlich jetzt kein Limit mehr, der muss sich jetzt nicht mal an irgendwelche Regularien, an irgendwelche Regeln halten, klar, weil er nicht mehr da drinnen ist in dieser Koalition. Was wir aber niemals vergessen dürfen, auch nicht, wenn jetzt die Neuwahlen stattfinden, ja, diese ganzen, ja, Schulden, dieser verfassungswidrige Haushalt, ja, diese ganze Selbstbestimmung, dieses Selbstbestimmungsgesetz, ja, die ganzen NGOs, diese ganzen Verbrennergesetze, das Verbrenner aus, ja, dann dieses Migrationschaos, wie man die deutsche Staatsbürgerschaft verhökert, ja, dann diese ganzen Sachen rund um dieses Heizungsgesetz, diesen Heizungshammer, wo er als Finanzminister überall seine Finger im Spiel hatte, all diese ganzen Ampelsünden, diese ganzen Ampelkatastrophen, ja, da war er mit dabei bis zum bitteren Ende, ja. Und er ist ja dann, und das muss man auch mal klar sagen, nicht mal von sich selbst gegangen, ja. Also wenn er das jetzt alles ausklappt und so weiter, dann ist es schon gut, weil dann bekommen wir als Bürger auch wirklich mal einen Eindruck, wie es wirklich ist. Aber er ist ja noch nicht mal selbst zurückgetreten, weil auch wenn er jetzt zum Beispiel, deswegen habe ich das extra nochmal mit vorgelesen, schreibt hier, und ich kann es nochmal zitieren, die FAZ hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könne, wieder mit SPD und Grünen zu regieren, nachdem in dieser sich zuspitzenden wirtschaftlichen Krise grundlegende Reformen nicht möglich waren, sage ich es ganz deutlich, eine Ampelkoalition ist ausgeschlossen. Ja, also das ist halt einfach wirklich auch zum Stück, ein Stück weit einfach auch peinlich, ja, wie er sich jetzt nochmal, wenn er die Neuwahl stattfindet, versucht mit der FDP zu retten, deswegen kommt ihm das Ampelaus natürlich auch mehr als recht, ja, also das ist einfach eine Antwort, die allein schon in den Worten her ganz klar zeigt, ja, so nach dem Motto, die haben mich jetzt rausgeschmissen, aber ich wollte ja eh nie dabei sein, ja. In Wirklichkeit war er 3 Jahre lang Finanzminister, in Wirklichkeit war der Marco Buschmann, der Wissing und wie sie alle heißen, ewig lang in der Koalition dabei. Das darf man nie vergessen, aber was auch er jetzt wirklich alles über den Scholz sagt, das finde ich auch so interessant, weil das zeigt ja einfach, all diese alten Parteien, ja, da geht es um die Posten. Ja, es geht um die Posten, um die Macht und eigentlich geht es wirklich nicht um die Bürger. Das sagen sie vielleicht vor der Wahl, aber wirklich um die Bürger geht es den wenigsten von diesen Altparteien.